Jetzt hebst du den Arm nochmal hoch. Es ist eigentlich so, dass die Anästhesie zuallererst einleitet und schaut, ob das mit den Kabeln und alles funktioniert, die Infusionen und alles, was gespritzt werden muss. Und dann kommen wir dazu und lagern quasi gemeinsam mit der Anästhesie den Patienten. Also wir haben so einen Ablaufplan, wie wir den Patienten lagern. Da wird angekreuzt, Rückenlage oder rechts angehoben. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Spontan wird dann abgesprochen, ob der Arm nach oben gelagert wird, also quer nach oben, dass wir besser hinkommen. Oder ob wir ihn doch lieber seitlich wollen, weil wir bei dem Patienten wissen, dass es so besser funktioniert. Oder die Kollegen von der Anästhesie sagen auch, was für sie vielleicht besser ist. Was immer schwierig ist, gerade im CT im Vergleich zum OP, das ist natürlich die Lagerung. Da müssen alle zusammenhelfen. Das war am Anfang auch manchmal etwas schwierig, aber da haben wir zusammen eigentlich sehr schön gelernt, uns auch Hilfe aus dem OP geholt. Das ist wichtig, weil die machen es natürlich jeden Tag. Die besondere Herausforderung ist die Anatomie. Also die Leber liegt ja unter dem Zwerchfell und wird quasi seitlich von der Lunge noch so ein bisschen überkleidet, ausgekleidet. Auf der anderen Seite kommt dann gleich der Darm und so weiter. Das heißt, sie haben ein relativ kleines Zugangsfenster. Wir haben den Patienten so ein bisschen schräg gelagert, weil das HCC relativ weit seitlich liegt bei ihm. Deshalb die Vakuummatratze drunter, dann hält das Ganze schön stabil über den ganzen Eingriff, da bewegt sich nichts. Und so bin ich jetzt erstmal happy.